Welche Zange braucht man jetzt tatsächlich? Jeder meint, er kann grimpen, stimmt aber nicht. Heute klären wir, welche Zange für welche Hülse wichtig ist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Proofwood. Heute geht es ums Thema Grimpen. Aderenthülsen, Stoßverbinder, Flachstecker, Flachsteckhülsen. Kennt sich ja keine Sau mehr aus. Aderenthülsen, Stoßverbinder, Flachstecker, Flachsteckhülsen. Und für jetzt brauchst du eine andere Zange. Keine Angst, es geht heute nicht um Spezialbegriffe wie W-Pressung, O-Pressung, OV-Pressung und so weiter. Das ist uninteressant, das interessiert nicht. Alle die sich mit dieser Materie auskennen, dürfen jetzt abschalten, für ihn ist das Video nicht. Mir geht es darum, ich habe in den letzten paar Videos unter anderem, wie ich den Sicherheitsschalter eingebaut habe, das Video Nullspannungsschalter, Sicherheitsschalter für die Fräse, da verlinke ich einmal ein Video dazu. Da hat man dann so Flachsteckhülsen hinten braucht. Da habe ich da gar nicht im Detail gefilmt, wie ich das aufgepresst. Dann haben wirklich sehr viele Kommentare und Anfragen gekommen. Sie haben enttäuscht und sie hätten das so gerne sehen, wegen was ich selber irgendwie mit Seitenschneider und Spitzzange probieren, was man da für Zangen braucht und die kriegen es nicht richtig hin. Als erstes zeige ich euch jetzt da einmal, das System gibt es mit unisolierten Aderenthülsen, mit isolierten, mit so einem Kragen, natürlich auch als Doppel-Aderenthülse. Muss ich da, wo ist denn das hin? Da gehen dann zwei Drähte rein. Das ist die herkömmliche Zange. Ich glaube, dass das sehr viele oder die meisten kennen. Das ist eine sogenannte Automatikzange mit einer Vierkantpressung. Es gibt da natürlich noch andere Systeme. Das Diamant, Sechskantpressung, gibt verschiedene Systeme. Jetzt geht es mir erstens einmal, mir geht es dann darum, jetzt zu erklären, was da wirklich dahinter hängt. Ich kriege mit dem Thema Aderenthülsen, da kriege ich dann ganz oft ganz schlaue Kommentare zum Thema, man muss mindestens die Vierkantpressung machen, dann ist diese Verbindung eine sogenannte gasdichte Verpressung. Dazu muss man aber eins wissen, der Ausdruck gasdichte Verpressung zum Thema Aderenthülsen, der ist nicht genormt und somit hat der überhaupt keine Bedeutung. Es gibt sehr viele Normen, die schreibe ich jetzt auch nicht rein, steht dann unter einem Text in einer DIN-VDE zum Thema nicht verlötete Verbindungen, irgendwie so glaube ich heißt das, genau weiß ich es nicht, ist ja jetzt mehr oder weniger uninteressant. Da steht sehr viel drin zum Thema Aderenthülsen und wir die konfektionierte Verpressung hinterher zu sein hat. Das Problem ist, das Werkzeug, das dafür zur Verfügung steht, wird in keinster Weise in irgendeiner VDE oder DIN-VDE oder DIN-EN oder irgendwo genannt. Da gibt es das Thema nicht. Wenn also irgendein Hersteller irgendwas auszubringt und sagt, seine Zange, die kann gasdicht verkrümpen und kann keine Ahnung was, dann ist das, hat das keine Aussagekraft. Ich habe mich vor ein paar Tagen einmal mit Weidmüller unterhalten und einmal mit Wagel unterhalten. Jedes Mal, wenn einer eine Aderenthülsen aufgekrümmt, tut er die Ader abisolieren. Natürlich muss man heute Automatikzangen verwenden. Das ist jetzt eigentlich ziemlich egal. Da schwört einer auf Knipex, der andere schwört auf das andere Produkt. Ich finde jetzt das nicht so ausschlaggebend. Was wichtig ist, dass die ganzen Adern, die dran sind, auch dran bleibt bei einem feinadrigen Leiter oder feinstadrigen Leiter. Man kann das, da gibt es ja gar keine Vorschrift, dass man herkömmliche Zangen nicht mehr hernehmen darf. Das stimmt gar nicht. Das Problem ist, man muss halt die Zange bedienen können und das ist unser großes Thema in der heutigen Zeit. Dann höre ich ständig, ich isoliere jetzt den Draht an. So schaut jetzt die abisolierten Leiter aus, wenn man das auf der Baustelle abisoliert. Jetzt sagt mir mal, wie ein sicheren Leiter auf eine sichere Aderenthülsen aufmachen soll, ohne das verdrillen. Wie gesagt, ich habe mit Wago, mit Weidmüller telefoniert und da ist es um das Thema gegangen. So verdrillt, das ist damit gemeint,
dass man die Drähte nicht verdrillen soll. Das ist gemeint. Das daneben, was ich euch gezeigt habe, das ist eine Ader, die nimmt man und tut es einmal so rundum, damit das vorn zusammen ist. Das spielt absolut keine Rolle. Da wird nichts weniger formstabil oder sonst irgendwas. Viele dieser Vorschriften haben deswegen gemacht worden, weil es einfach unwahrscheinlich viele Spastiker gibt, die so einen Schmarrn machen. Da kommt ja immer wieder das, was ich sage, es müsste ein Werkzeug, eine Maschine, vernünftig, verantwortungsvoll einsetzen. Ihr müsst einen Kopf einschalten, einen Hirn einschalten, dann passiert so ein Mist einfach. Wichtig ist jetzt zu wissen, welche Ader enthülsen, die muss natürlich zu dem Kabelquerschnitt passen. Wenn der Kabelquerschnitt 1,5 Quadrat ist, dann braucht man auch eine Aderenthülsen, die für 1,5 Quadrat ausgelegt ist, also die Größe 1,5 Quadrat hat. In unserem Fall oder in den meisten Fällen sind die bei 1,5 Quadrat schwarz. Es gibt Tabellen im Internet und so weiter, die zeige ich euch aber gar nicht, weil die bei verschiedenen Herstellern einfach nicht stimmen. Und vor allem, wenn es bei Amazon irgendwo einkauft, kann es auch, dass das Zeug von Timbukistan irgendwo kommt und die haben dann einen anderen Farbcode. Das ist dann nicht, da greift dieselbe Norm nicht. Das ist nicht egalisiert auf der ganzen Welt. Also von dem her ist das uninteressant. Das nächste, was wichtig ist, habe ich vorhin schon gesagt, wenn ich es abisoliere, kann ich von die Kupferhärchen, von die Kupferdrähte abreißen, dementsprechend mit einem Werkzeug arbeiten. Das darf auch eine ganz normale manuelle Zange sein. Für das hat man ja das Einstellrad und dann kann man es einstellen, also das passt. Ansonsten nimmt man eine Automatikzange. Dann geht es um die Länge. Es muss natürlich die Isolierung von der Ader muss in dem Kunststoffkragen drin verschwinden. Und die Kunststoffadern müssen die komplette Aderenthülsen, den metallischen Teil, komplett ausfüllen. Also nicht nur bis zur Mitte hin. Und wenn die Kunststoffadern drüber rausschauen, was sehr oft vorkommt, und man zückt es dann mit einem Seitenschneider einfach ab, stimmt vorne die Form wieder nicht. Also man kann das vorab gleich ein bisschen intelligent machen. Wie ich schon gesagt habe, gegen ein kleines bisschen rundherum dran spricht da gar nichts. Das ist einfach nicht wahr, dass man das nicht darf. Und genauso gut habe ich gehört, Körperfett an die Adern. Ja und weiter? Was hat das damit zu tun? Körperfett, da habe ich damit ein Problem, wenn ich Hochtemperatur-Leuchtmittel anfasse, dann brennt sich hinterher das Körperfett in das Leuchtmittel ein. Das ist bei den Halogenbirndl oder sowas der Fall. Da musst du Handschuhe anlegen oder musst du das mit einem Papier oder sonst was anklagen. Aber das ist doch da vollkommen uninteressant. Es geht mir da ums Handwerk und so weiter. Nicht um das Thema in irgendeiner Industrieumgebung irgendwas zu machen. Da bin ich dann der verkehrte Ansprechpartner und das ist der verkehrte Kanal. Da müsst ihr dann irgendwo in die Schule gehen und irgendwelche Schulungen machen. Die ist einfach drüber. Dann schaue ich. Und dann schauen, dass die Kupfer bis ganz nach vorne gehen. Dann die Grimmzange. Ich halte jetzt extra den Namen, den Hersteller nicht rein, weil das für die Pressung absolut uninteressant ist. Dann halte ich das da rein. Geht ja eh nicht weiter. Nur den metallischen Teil und dann verpressen. So schaut dann die verpresste Hülse aus. Es gibt da zum Thema Aderenthülsen natürlich schon Videos auf YouTube zum Thema Krimpen mit den Aderenthülsen. Mir gefällt das auch unwahrscheinlich, was da gesagt wird. Und die haben ein nagelneues Werkzeug von Knipex gestellt gekriegt und so weiter. Sitzen die näher in einer Werkstatt drin, die wohl beheizt mit 20 Grad ist. Mir geht es darum, zu zeigen, wie das im richtigen Leben ist. Ich fahre aus, wie von einer Baufirma angerufen, beim Kran funktioniert irgendetwas nicht mehr. Da haben sie auch irgendein Kabel gerissen oder sonst irgendwas. Dann komme ich hier und muss sowas machen. Das Ganze, weil mittlerweile geht die Baubranche auch im Winter durch. Das Ganze dann bei einer Außentemperatur von minus 1 oder plus 2 Grad. Da, wenn du dann eine Ader abisolierst, ist das keine wunderschöne Kante, weil die stellenweise gar nicht runtergeht. Das Kabel, was da draußen im Kran drin ist, ist dann 15 Jahre alt. Dann geht das nicht vernünftig runter. Dann muss das teilweise mit einem Cuttermesser mit runterschälen. Da möchte ich dann gerne mal wissen, was für eine Bleistiftspitze mir da erzählen möchte, was man für eine Zange hernehmen darf und was nicht. Es müsste so nicht unter Laborbedingungen schmerzen, sondern vom richtigen Lehm. Aber
Das wissen wir ja mittlerweile schon, dass unsere Gescheitschmatzer unwahrscheinlich viel wissen. Das Problem ist, Krieg können wir mit den Korn gewinnen. Alle diese Systeme, Stoßverbünder, die Quetschringhülsen, Flachsteckhülsen, Rundsteckhülsen, Flachstecker, und zwar sind das immer die sogenannten Quetschverbünder. So oder so. Dazu braucht man natürlich eine andere Zange. Da funktioniert das System nicht mehr. Da nimmt man eine sichere Zange her. Früher, die wird ja jeder kennen. Früher hat man diese hergenommen, die haben mehr oder weniger Schrott. Gut erkennen tut man es daran, dass solche Zangen haben immer die Farbcodes da drauf, gelb, blau, rot. Auch da gelb, blau, rot. Da gibt es natürlich auch die tollsten Zangen, wo man die Backen auswechseln kann. 4 verschiedene Querschnitte, 4 verschiedene Größen und so weiter. Nur grundsätzlich, dass man das versteht, das eine Wand an der Endhülsen und die sind sogenannte Quetschverbinder. Und das kann ich dann testen und anziehen, ob es auseinander geht. Und wenn es nicht mehr auseinander geht, passt es. Es soll da kein Kupfer nirgendwo links und rechts mehr zu sehen sein, dass das auch berührungssicher ist. Und das ist das ganze Kunststück. Das ist natürlich bei diesen Flachsteckhülsen, Quetschverbinder genauso. Auch da muss die Länge wieder passen. Man sieht an der Hülse sehr schön, wo es der metallische Bereich ist, den man quetschen kann. Innen drin und der Isolationskragen, dann vorne das da rein, bis das vorn ganz leicht zu sehen ist und dann die entsprechende Farbe an der Zange rein. Und quetschen. Und das halt. Diesen Flachsteckhülsen, wo man dann die Silikonkapperl drüber ziehen kann. Das ist jetzt die Messingvariante. Natürlich gibt es das auch in der anderen Variante. Dazu kann ich ganz klar sagen, gibt es wieder eine spezielle Zange, die schaut eigentlich der für die normalen Quetschverbinder ziemlich ähnlich, nur hat die in der Backen drin so eine W-Stanzung. Auf diesem Bild, glaube ich, kann man ganz gut erkennen, wie diese Hülse eingelegt wird. Und man sieht da in dem Stanzkörper unten das leichte W. Und das W ist auch erforderlich, damit sie die Teile wie ein W verbirgt. Ich habe jetzt das einmal nebeneinander hingelegt, um das zu demonstrieren. Der Kupferteil. Nur der Kupferteil kommt in dies Teil, in den Bereich ein. Wird gequetscht und schafft die elektrische Verbindung. Der Teil da hier hinten ist dann eigentlich eine Art Zugentlastung, in der die Isolierung der Ader schon mit drin ist. Das heißt, das Ganze schaut dann, wenn ich den richtigen Querschnitt habe, das Ganze schaut dann so aus. So muss das drin sitzen. Nur der hervorragende Teil umschließt die Kupferleiter, die Kupferadern, und das hintere ist eine Art Zugentlastung, und da ist auch der Kunststoff, die Isolierung der Ader schon mit. Ich glaube, man kann das ganz gut erkennen jetzt. Das ist jetzt die Größe von 1,5 Quadrat. Der hervorragende Teil dieser Pressbacke ist auch ein bisschen größer als der hintere Teil. Ist ja klar. Auch die Hülse ist ja unterschiedlich. Der größere Teil für das da vorne und der kleinere Teil für das da hinten. Es gibt jetzt da verschiedene Methoden. Ich mache das so.
Ich stecke die Hülse in die Zange rein. Die geht da wunderbar rein. Dann tue ich die schon ein bisschen arretieren. Ganz leicht arretieren. Dann stecke ich von der anderen Seite die Ader rein. Kontrolliere es da und verpresse das. Und wenn ich das dann auserzeuge, schaut das so aus. Ich habe jetzt extra kein Produkt von Knipex oder irgendwas nochmal, wo so Zangen über 100 Euro kosten, sondern habe mir so ein Set selber von Amazon gekauft. Für meine Werkstatt tut es das leicht. In meiner Firma ist das ein ganz bisschen was anderes. Aber da drin brauche ich das nicht allzu oft. Ich habe absichtlich jetzt so eine Systemnummer, wo die handelsüblichen, die man braucht, mit den Silikondinger da schon mit dabei sind, so ein Set. Da ist die Zange dabei und das ist dann alles wunderbar. Erstens ist da drin genau bebildert, wie das funktioniert mit den Quetschhülsen. Und da drin habe ich eine wunderbare Aufbewahrung für die Zange und das Ganze ist in so einem richtig schönen Mapperl drin. Ich verlinke euch das unten einmal, schaut es euch an, ob es euch interessiert. Das gleiche habe ich natürlich auch für die normalen Aderenthülsen. Auch ein wunderschönes Set. Mit dieser Zange eine Erklärung dazu. Alles wunderbar in dem Mapperl drin. Einzig und allein die Zange habe ich nicht in einem Set für die Stoßverbünder. Die haben aber in mir persönlich in so ein kleines Ding. Da lege ich das Zeug ein und fertig. Ich verlinke euch die drei Dinge einmal. Einfach nur, um das Ganze zu anschauen. Abisolierzangen und so weiter, verlinke ich euch nicht, weil ich einfach gar kein Fan von den Automatikzangen nicht bin. Natürlich habe ich es auch, ist ja klar, aber ich bin da kein so ein großer Fan von den Dingen. Zeigt habe ich das Video deswegen, weil es ist ja letztes Mal von meinem Sicherheitsschalter die Frage gekommen und das nächste oder eins von den nächsten Projekten ist, ich werde einen Drehstrommotor, genau die wo ständig in die Tellerschleifer einbaut, wenn sie selber die Truppetellerschleifer baut. Die Konstruktionen, die Handhole super, aber keiner zeigt, wenn man so einen Motor anschließt. Vor allem, meine Leute, Kabel dran und Steckdose reinstecken, das funktioniert so nicht. Man braucht, ich verwende jetzt das erste Mal hier mal einen Drehstrommotor, weil halt das einfach die ruhigen Motoren sind. Dazu braucht man aber dann einen Motorschutzschalter und da klären wir dann, wie das mit dem Typenscheitel ausschaut, wenn da oben steht, Dreieck Stern, 230 Volt, 400 Volt, wie man die zum Anschließen hat, wie man die Brücken einmacht. Wenn euch das interessiert, dort meinen Kanal abonnieren, dann versammt es den Mist nicht. Dann noch eine Kleinigkeit an meine geliebten Paragraphenreiter. Nehmt euch selber und das Leben nicht so ernst. Lieber kommt aus der Nummer nicht raus. Also immer dran denken, mit Leib und Seele dabei sein bei dem, was man macht. Freude haben, nur das da, was einem Spaß macht. Mit allem, mit dem ganzen Herzblut, was man hat und vor allem mit dem Verstand, dann glaubt das auch. Das war's wieder von meinem Kanal. Servus, pfiat euch.